mich gar. Der Kasper, wie ein Fädchen war. Er wog vielleicht ein halbes Lot. Am fünften Tag, am fünften Tag, am fünften Tag. Da war er tot. Hier, weil sie glauben, dass der Besuch dieser Vorstellung sie von diesem Struwwelpeter-Traumatisierungsprozess befreien wird, richtig? Nun, meine lieben, sehr verehrten Damen und Herren, ist die Chance gekommen, dass Sie auf diesem Stuhl Platz nehmen und uns von diesem Traumatisierungsprozess erzählen und es damit loswerden können. Bitte sehr. Speak now or be silent forever. Dies ist der wilde Jägersmann, dies ist der gute, den zieht er an. Den Mantel Jäger, Horn und Flinte, so zieht er in den Wald geschwind. Wow! 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 Der Hass! Schauen Sie, dies ist ein großes Kreuz, weil es für die ganze durchgeknallte Jägersfamilie und die ganze durchgeknallte Hasenfamilie sein muss. Konrad, sprach die Frau Mama, ich geh nun fort und du bleibst da. Snip, snip, die Schere geht und Konrad ruft, Owe, Owe, snip, snip. So rasch, snip, snap und Konrads Daumen sind dann ab. Das können Sie mal durchreichen. Aber nicht zu weit, sonst fällt der Konrad um. Na, und der ist sowieso schon total distressed. Ah, warten Sie doch auf. Das arme kleine Kerlchen. Oh mein Gott. Das müssen Sie vorsichtig machen. Aber Robert
dachte ich, nein! Draußen muss es herrlich sein. Fliege steckt nämlich etwas.